Uff. 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 Oh. Oh. Okay. Ich mache jetzt ein Paket auf. So ein Ding ist das. Ich hatte ein Paket. Heute. Aber ich habe keine Ahnung, was da drin ist, Leute. Wollen wir da mal reingucken? Also das war schon lange nicht mehr der Fall, dass ich nicht wusste, was vor meiner Haustür liegt. Aber es lag heute vor meiner Haustür. Und es ist auf jeden Fall nichts mit Golf zu tun. So viel kann ich schon mal sagen. Ich brauche unbedingt ein ordentliches Unboxing-Messer. Das ist ja hier wirklich ein Zustand, der seinesgleichen sucht. Oh, Marga. Hier ist mehr Klebestreifen dran als alles andere, Alter. Was haben wir denn hier? Oh, das Paket kommt aus Dänemark. Das Paket ist aus Dänemark, Chat. Na? Es ist ein braunes Paket. Hey! Okay, ich lege mir das mal auf den Schoß. Oh, Chat, da kriege ich schon wieder ein ganz feuchtes Höschen, kriege ich da. Oh, was haben wir denn hier? Bam! Was wollen wir denn zuerst aufmachen? Das oder das da unten? Das machen wir danach. Und rein ins Unboxing. Bam! Was haben wir denn hier? Oh Maga, ist heute wirklich der Tag, wo wir eventuell die Wheelbase wechseln nach 2,5 Jahren? Ich habe keine Ahnung, was das hier ist, aber es ist schwer. Und in der Regel, alles, was mit beim Rig mit schwer zu tun hat, ist eigentlich irgendwas fürs für die Wheelbase. Okay, was haben wir hier? Ein Product Manual. Das, denke ich mal, müssen wir nicht... Das ist richtig fetter Stahl. Und richtig fetter Stahl heißt meistens eigentlich nur eins. Oh, das ist richtig fetter Stahl. Ah, ist das etwa das Wheel? Ist das etwa das Mount für die Wheelbase? Maga, das ist richtig schöner fetter Stahl. Da geht mir schon wieder einer ab. Ich bin, seitdem ich Simracer bin, stahlsexuell. Okay, was haben wir hier? Irgendwelche was auch immer, Plastikknäufe. Aber wir müssen mal ganz kurz den Zinken reinhalten. Riecht perfekt. Riecht perfekt. Nicht nach Chemie. Okay, Maga, wir haben echt viele Schrauben dabei. Wir haben noch Nutsteine dabei. Oh, das sind aber richtig gute Nutsteine. Leck mich am Arsch. Ui, schöne ordentliche brünierte Schrauben. Die mag ich ja so gerne. Nicht so. Schneiden wir mal hier rein. Was haben wir denn hier drin? Also, falls mir irgendeiner was von euch zu Weihnachten schenken möchte, was ich nicht glaube, aber ich will es trotzdem einfach mal sagen, ich nehme ein neues Messer. Falls irgendeiner so ein Messerfabrikat ist oder so, weiß ich ja nicht. I take one. Es ist da, ja, es ist dicker Stahl. Und es riecht nach Stahl. Oh. Wir brauchen trotzdem noch ein Produkt. Okay, das ist aber nicht gerade. Warum ist das nicht gerade? Wir müssen das Manual lesen. Warte mal, das geht ans... Ding ran. Das heißt, wir müssen irgendwie so. Hier vorne kommen die Knöpfe rein. Scheiße, ich habe keine Ahnung, ob das passt, Leute. Ich werde... Oh. Was ist denn das hier? Das gehört hier rein? Das ist für die Knöpfe, oder? Ja. Scheiße, Chat. Ist heute der Tag, an dem wir wirklich nach 2,5 Jahren die Wheelbase abbauen? Oh. Eigentlich müssten wir das tun. Ah. Müssen wir nochmal schnell aufschneiden hier. So, packen wir mal diesen sehr umstrittenen Quick Release aus, weil viele Menschen sich darüber beschwert haben, dass der so teuer ist. Finden wir mal raus, ob das sein Preis wert ist. Asitec Quick Release. Es gibt mal wieder ein Produkt manuell. Brauchen wir aber nicht. Noch nicht. Uff. 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 Oh. Oh.
Okay. Was ich halt schon wieder total sympathisch finde, dass hier drei Schäfte mit drin sind. Und Meier? Nee. Oh. Oh, geil, der Asitec. Yes! So einen wollte ich schon immer mal haben. Nice. Gutes Werkzeug dabei. Finde ich sehr schön. Was haben wir hier noch dabei? Schrauben sind hier auch gleich mit dabei. Das fühlt sich an wie Alu. Also es ist auf jeden Fall schon mal kein Schadal. Wir haben jetzt die kürzeste Fassung, haben wir hier dran. Also in der Theorie sollte das mit meinem Lenkrad funktionieren. Und länger will ich eigentlich auch gar nicht. Oh, hier ist richtig viel Spannung drauf. Das hier fällt mal. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Der Ring wird wahrscheinlich für hier sein, nehme ich an. Wir gehen rein. Gibt's hier. Ah ja, siehst du? Wir gehen rein jetzt, Leute. Länger ist immer besser. Vielleicht im Schlafzimmer, ja. Aber ich brauche nicht so einen langen Schaft. Ich nehme den kurzen. Wollen wir umbauen, Chat? Wollen wir die Wheelbase anbauen? Alright. Na dann mal los. Rein in den Spaß. Asetek Front Mount Manuell. Oh, da gibt's sogar ein. Wow, da gibt's sogar ein YouTube-Video von. Let's go. Okay, mehr müssen wir nicht gucken. Mehr müssen wir nicht gucken. Der Rest ist selbsterklärend. Ja, das tun wir uns heute an.
alles da. Das Wheel hängt hier am Lenkrad dran. Also ist über ein Hub hier.